Die Macher des FC Bayern haben den ersten Transfer des Sommers perfekt gemacht. Nasser Mazraoui, 24, kommt zum 1. Juli dieses Jahres nach München. Der bisherige Ajax-Profi kostet keine Ablösesumme, weil sein Vertrag in Amsterdam zum Saisonende ausläuft. Beim deutschen Rekordmeister erhält der 12-malige Nationalspieler Marokkos, er erzielte dabei 2 Tore, einen Vertrag für 4 Jahre, also bis 2026. Der Rechtsverteidiger, der auch Erfahrung im Mittelfeld gesammelt hat, bestritt in dieser Saison für den Spitzenreiter der niederländischen Eredivisie alle 8 Partien seines Clubs in der Champions League-Spiele, 0 Tore, 2 Assists und 24 Erstligaspiele, davon 22 von Beginn an. Dabei gelangen ihm 5 Tore plus 2 Assists. Insgesamt kommt er für Ajax auf 28 Champions League-Einsätze mit 3 Treffern und 2 Vorlagen sowie 92 Erstligaspielen, 6 Tore, 4 Assists. Mazraoui ist in München für die rechte, defensive Seite vorgesehen, sodass der bisherige Rechtsverteidiger Benjamin Pavard, 26, gegebenenfalls auf seine Lieblingsposition ins Abwehrzentrum verschoben werden kann.